von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kufstein TV. Nach dieser ereignisreichen Woche in der Region mit angespannten Stunden rund um die Hochwasserlage gilt es, einiges aufzuarbeiten. Diese Programmpunkte erwarten euch diesmal. Dramatischer Kampf. Die gesamte Region wehrte sich gegen das nahende Jahrhunderthochwasser. Landwirtschaft 2.0. Bei Pichler in Ebbs wurden brandneue Maschinen im steilen Gelände getestet. Autogrammstunde. Im Heringer Fußballcamp bekamen die Kinder Besuch von ihren Idolen. Aus Liebe zur Natur. Das Brixenthaler Unternehmen Hoez Tirol verfolgt eine besonders nachhaltige Philosophie. Die gesamte Region zitterte am Anfang der Woche aufgrund der angespannten Hochwasserlage. In Kufstein wurde von einem Jahrhunderthochwasser gesprochen und auch in Langkrampfen bereitete man sich auf das Schlimmste vor. Das Team von Kufstein TV war am Montagabend mitten im Geschehen und fing dabei erstaunliche Bilder ein. Doch vor unserem Lagebericht geben wir ab in die Werbung. Werbung! Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von KUFnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Werbung Ende. Anhaltende Regenfälle in der Schweiz und in Vorarlberg sorgten am 28. August für akuten Hochwasseralarm im Tiroler Unterland. QTV begab sich zwischen Kufstein und Langkampfen auf Lokalaugenschein. Im Prinzip hat es so ausgeschaut, dass wir uns gestern zusammengesetzt haben mit der Gemeindeeinsatzleitung, weil einfach die Prognosen vom Land sehr, sehr dramatisch gelungen haben. Heute in der Früh ist es bereits losgegangen, die Vorsichtsmaßnahmen und die Präventionsmaßnahmen festzusetzen. Die Feuerwehren der Region wappneten sich bereits 24 Stunden vor der drohenden Katastrophe. Angefangen von den Feuerwehren bis zum Gemeindebauhof, Gemeindeeinsatzleitung ist eigentlich alles benannt gewesen, haben alle einen Strick gezogen. Es ist dann bis spät in die Nacht vom Gemeindebauhof, besser gesagt mit Frachtunternehmen, noch Dammschüttungen durchgeführt worden. Man hat gestern noch Sicherungsmaßnahmen gestartet, wobei es gestern vielleicht ein bisschen spannend gewesen ist, bei schönem Wetter und bei Niedrigwasser Sicherungsmaßnahmen für Hochwasser zu starten, ist von manchen vielleicht ein bisschen belächelt worden. Aber es hat dann schon gezeigt, dass wir es brauchen und die Prognosen von gestern sind wirklich nicht gut gewesen. In der Festungsstadt wurde der Pegelhöchststand erst in den späten Abendstunden erreicht. Wir sind diesmal eigentlich aus Kufstein in einer sehr abwartenden Position, denn
Das Hochwasser geht nicht von Kufstein aus, sondern Kufstein ist eigentlich die letzte Gemeinde am Inn. Und vom Oberland gibt es und von den Seitenbächen so viel Wasserzufuhr zum Inn, dass der von normalerweise rund 2,50 Meter jetzt am Abend auf 5,35 Meter gestiegen ist. Und damit haben wir nur mehr knapp 1,20 Meter, 1,30 Meter ungefähr Luft mitten in der Stadt. Und dann wird der Inn übergehen. Aber unsere Hochwassermaßnahmen nach 2005 greifen voll. Die letzte Prognose von circa vor einer Stunde hat er so ausgeschaut, dass die Pegelstände noch leicht steigen werden. Wir haben noch Spiel, die Sicherungsmaßnahmen, die wir gesetzt haben, von der Donau bis Richtung Angertaufe, sind alle gesetzt. Das heißt, sollte sie eigentlich ausgehen. Wir sind in Wartestellung und ja, jetzt schauen wir uns das an. Ja, ich glaube, wir haben zum Teil Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die wir von älteren Katastrophen jetzt wissen. Also das Beste war sicher, dass Kufstein den Hochwasserschutz unter meinem Vorgänger damals nach 2005 massiv am Inn verstärkt hat. Im Einsatz standen heute jetzt ca. 35 Mann. Im Prinzip eigentlich nur, um den Hochwasserschutz in der Münchner Straße herzustellen und in Bereitschaft zu sein. Wenn der Höhepunkt erreicht ist, sollte noch Einsätze auflaufen, dass wir die natürlich dementsprechend schnell abarbeiten können. Das Wichtigste ist, dass man alle dazu bringt, absolut besonnen und ruhig an die Sache heranzugehen. Und das gelingt uns, glaube ich, in Kufstein sehr gut. Wir haben jetzt die letzten Jahre doch einiges mitgemacht, gerade jetzt speziell an Hochwasserereignissen. Das ist eigentlich die häufigste Problematik, die auftritt. Und es geht dann darum, dass man die richtigen Leute an die richtige Position bringt im Einsatz. Manche Sachen erledigt die Feuerwehr, andere die Polizei oder wie es vor ein paar Jahren war, auch das Bundesheer. Also ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe für uns, einfach zu koordinieren, dass die Profis dann an der richtigen Stelle helfen. Die präventiven Maßnahmen in der Region zeigten ihre Wirkung. Und dank der Beruhigung in der folgenden Nacht konnte die Bevölkerung am 29. August entwarnt werden. Also da hat man schon aus vergangenen Sachen gelernt. Und da heute wieder haben wir ganz viele Daten gesammelt, die wir dann in aller Ruhe berechnen, nachrechnen werden, sodass man weiß, wenn die Welle in Innsbruck um die Zeit ist, wann ist sie genau in Kufstein, was bedeutet das mit Verzögerung für uns. Das hat sich heute bewährt, dass man alle Daten ständig nachgelesen hat. Nach diesen nervenaufreibenden Stunden bleibt nur die Hoffnung, dass jene Daten so schnell nicht wieder benötigt werden. Der Land- und Forsttechnikbetrieb Bichler in Ebbs inszenierte auch heuer wieder eine große Roadshow, bei der die neuesten E-Bags-Geräte auf die Probe gestellt wurden. Welche Eindrücke bekamen die teilnehmenden Experten? Finden wir es heraus. Und im Anschluss kommende Pflichttermine in den QTV-Veranstaltungstipps. Nächste Woche auf Kufstein TV. Im Spieleparadies mit dem Brettspielverein Kufstein. Unternehmen Pichler lud erneut zu seiner interaktiven Roadshow. Auch diesmal konnten Landwirtschaftskenner und Interessierte selbst Hand anlegen und die neuesten E-Bags Motormäher auf Herz und Nieren testen. Wir haben da eigentlich verschiedene Modelle, verschiedene Baureihen mit, von G1 vom neuen bis also G2, G4, also alle Baureihen sind mit, plus diverse Anbaugeräte. Das Besondere ist das, dass die Maschinen einfach für ganz brutale Hanglagen geeignet sind und dass die Möglichkeiten mit den Anbaugeräten eigentlich fast Ende nie ist. Viele Landwirte aus der Region nutzten die Gelegenheit, um erste Erfahrungen mit den Geräten zu machen. Das Gerät, der Vorteil von E-Wax ist einfach die Achsverstellung. Man kann am Schwerpunkt im Hang, also den kannst du stufenlos verstellen. Man kann sich das super herheben, den Schwerpunkt, dass wenn man schwere Anbaugeräte hat, hat man einen optimalen Schwerpunkt. Die Maschine, die kommt dann nicht so gleich. Und es hat einen offenen Ölkreislauf, da brauchst du keinen Ölkühler, nichts. Das sind einfach die Vorteile von dem Gerät. Der Hersteller selbst verweist auf eine angenehme Eingewöhnungsphase. Also grundsätzlich, die Steuerung ist sehr intuitiv aufgebaut. Wir haben die Einhandsteuerung, also sprich, wir haben eigentlich alles, was wichtig ist, haben wir auf einer Hand.
Und die Eingewöhnungsphase ist ganz verschieden. Die einen kommen sofort zurecht, die einen brauchen ein bisschen. Aber durch das, dass die Steuerung sehr intuitiv ist, ist der Großteil in ein, zwei Stunden bist du voll einsatzbereit und hast die Maschine voll im Griff. Er ist sie noch eigentlich ganz fein gefahren für das, dass er zuerst ein bisschen kompliziert ausgeschaut hat. Aber nach den ersten paar Schritten ist er ganz gut gegangen zum Fahren und ist sehr fein gefahren und top Maschine. Eine der ersten E-Bex-Maschinen von Pichler erhielt vor 4 Jahren der 68-jährige Hans Ritzer. Der gehört uns. Und ist mit Mulcher und mit Messer, mit Mauerwerk ausgerüstet. Und das ist die edle Waffe für die Zukunft. Und dass ein Mann das tut, was zuerst 10 zu tun haben in der Zeit. Es ist eine gewaltige Sache. Ich bin schon einmal E-Bex gefahren und von dem her bin ich da gleich mal wieder dreikommen mit dem Lenken, mit allem. Und ich bin mit dem Abräumschild gefahren und das ist schon ein Highlight, das Abräumschild, weil da sparst du natürlich einen Haufen Leute, einen Haufen Arbeit, weil wenn du das mir dann das eigentlich mehr mit dem Blaser, mit dem Heilblaser, aber es ist schon mit dem Schild auch eine bärige Sache. Ja. Ja, und das hat noch 2 Ballen gegeben. Werden ungefähr zwischen 300 und 350 Kilo haben. Dann weiß man, wie viel das man da Futterhacher hat. Ich bin begeistert. Und ich habe eine große Ehre von so Leuten, die sowas produzieren. Der Kontakt zum Kunden und der Servicegedanke ist bei uns in erster Linie. Wir wollen einen Mehrwert bieten und wir sind total froh, dass so viele Leute kommen sind. Der Temperaturen, sage ich mal, weil es ist echt sehr heiß und ja, jetzt werden wir nur was trinken, meine ich, und dann werden wir morgen das Gleiche in Bayern nochmal machen. Der Film- und Videoclub Kufstein lädt am 8. September zu einem ganz besonderen Abend ins Kulturquartier. Die Gangster von Geroldsbeck. Ein Film von Alois und Fritz Achorner aus den Jahren 1960-61 erhält seine Premiere. Zusätzlich wird ein Best-of der Serie Kufstein in alten Filmen vorgeführt. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Film- und Videoclub Kufstein freut sich auf dein Kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Niederbreitenbach wird 100 und lädt deshalb zum großen Jubiläumsfest. Am Samstag, den 9. September, erwartet die Besucher eine heilige Messe samt musikalischem Ausklang. Der Sonntag wird schließlich zum Blaulichttag ernannt. Neben dem Frühshoppen stehen allerlei Specials, wie unter anderem ein Kistenklettern, auf dem Programm. Sowohl für Speis und Trank als auch für kindgerechte Unterhaltung ist an beiden Festtagen gesorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Niederbreitenbach freut sich auf euer Kommen. Schauspielerin und Sängerin Katharina Strasser begibt sich mit ihrer Band auf eine Reise durch die Geschichte der österreichischen Popmusik. Von 1970 bis heute, von SDS bis Seiler und Speer. Los geht der ausgedehnte Austropop-Exkurs am 16.09. um 20 Uhr im Kulturquartier Kufstein. Die wunderliche Gastronomie tischt bereits ab 18.30 Uhr ihre Köstlichkeiten auf. Mit dem nächsten Beitrag bleiben wir auf dem saftigen Grün, tauschen jedoch die großen Geräte gegen das runde Leder. Nachdem wir den Kindern vom Sommercamp in Bad Hering letzte Woche beim Training auf die Füße schauen durften, bekommen die Stars von morgen diesmal Besuch von den heutigen Fußballstars. Die beiden WSG-Profis Justin Forst und Osa Okungbova schauten beim Sommercamp in Bad Hering vorbei und stellten sich dabei den Fragen der Kinder. Ja, für die Kinder ist das Ganze immer spannend, weil ja immer so ganz verrückte Fragen daherkommen an die Profis. Ich meine, die Klassiker sind immer, wie viel verdient man so im Fußball, und das nächste ist, wie viele Tore habt ihr schon geschossen, und es sind immer wieder Fragen, die mich
schon die auch zum Schmunzeln bringen, weil es halt einfach nicht denkst, dass halt derartige Fragen gestellt werden. Ja. Für dich habe ich eine Frage. Ja. Was war der erste Verein? Ja, also ich habe in der Akademie gespielt in Tirol und meinen ersten Profivertrag habe ich vor 2 Jahren bei der WSG unterschrieben. Mit wie viel habt ihr angefangen, Fußball spielen? Ich habe immer schon als Kind Fußball gespielt und das erste Mal habe ich in einem Verein gespielt, als ich 9 Jahre alt war. Ich habe mit 6 angefangen im Verein. Wie habt ihr es geschafft, das Profifußballer werden? Ja, also in eurem Alter habe ich Fußballspielen eigentlich gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann, durch das, dass ich ein Talent gehabt habe, bin ich in die LRZ-Schiene gekommen und dann in die Akademie. Und da viel Training, harte Arbeit und dann wird man belohnt. Anfangs einfach, weil es Spaß gemacht hat, da spielst halt Fußball. Spielst im Park, spielst im Verein und desto älter man wird, merkt man halt auch, dass es ernsthafter wird, dass du auch dahinter sein musst, dass du Gas geben musst beim Training, auf den Trainer hören und so weiter. Und bin ich dann schlussendlich Profi geworden. Auch abgesehen vom prominenten Besuch sorgte das Sommercamp für Begeisterung. Also ich finde es cool, weil ich andere kennengelernt habe und weil viele Freunde bei mir da sind. Mein Ziel ist es, erstmal besser zu werden und irgendwann vielleicht mal Profi werden. Dass wir Überraschungen kriegen und da einfach mehr dazulernen vom Fußball. Welcher Position spielt es gerade? Wer ist für ein Mittelfeldspieler? Wer ist für Stürmer? Stürmer. Ja! Ah. Nochmal. Abwehr. Mittelfeld, da zeigen ja manchmal zwei mehr. Stürmer. Ja, Abwehrspieler. Ja. Was war euer erster Verein? Mein erster Verein war SV Hierstetten, das ist ein Verein in Wien. Mein erster Verein war SVI, vielleicht kennen ein paar, Sportverein Innsbruck. Wo wolltest du schon immer als Kind spielen? Manchester United. Ja. Arsenal London. Wie seid ihr auf Fußball gekommen? Mit 5, 6, 7 hat man im Kindergarten in der Volksschule Fußball gespielt. Und es hat mir halt unglaublich Spaß gemacht. Und dann habe ich das eigentlich bis jetzt, mache ich das. Bei mir genau auf dem gleichen Weg, also im Kindergarten schon gespielt, einfach zum Spaß, dann in der Schule und so weiter. So ist das dann weitergegangen. Was findet ihr am Fußball so cool? Am Fußball finde ich cool, dass man mit einer Mannschaft viel erreichen kann, hat Spaß beim Training. Der Sport an sich macht einfach Spaß. Ich glaube, er ist sehr herausfordernd. Es ist kein einfacher Sport. Wie alt seid ihr? Ich bin 20. Ich bin 29. Was habt ihr denn gedacht, wo ihr in Vorarlberg in den letzten 10 Sekunden als 1-0 Glück habt? Ja, war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Wir waren eigentlich sehr traurig darüber. Am liebsten hätten wir das Tor nicht bekommen natürlich, aber ja, ist leider so passiert. Es ist immer ärgerlich, wenn man so spät ein Tor kriegt. Und ja, natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir den Punkt mitgenommen hätten. Und ja, sehr ärgerlich. Die Autogramme der WSG-Stars waren heiß begehrt. Doch trotz des Rummels um ihre Person haben die zwei immer noch Vorbilder, zu denen sie aufschauen. Ja, ich bleib bei Cristiano Ronaldo. Ja! Ja, und ich muss sagen, Messi. Ja! Also. Was für einen Titel möchtest du irgendwann mal gewinnen? Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, so eine Weltmeisterschaft oder die Champions League ist schon ein Traum. Ja, auch Champions League würde ich sagen. Ich glaube, wenn man europaweit spielt, das ist eine schöne Sache. Das Fußball-Sommercamp des FC Bad Hering bewegte sich durchwegs auf Champions League-Niveau und verdiente sich seinen Applaus redlich. Nächste Woche auf Kufstein TV.
im Spieleparadies mit dem Brettspielverein Kufstein. Bei Holz Tirol ist Nachhaltigkeit mehr als nur eine Phrase. Das Holzhandwerkunternehmen aus dem Brixental bedient sich regionaler Rohstoffe und folgt dabei stets einem natürlichen Kreislauf. Wie das bei Holz Tirol genau aussieht, erfahren wir nun vom Chef höchstpersönlich. Und zwar gleich nach der Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Es ist ein uralter Ansatz, der aber mittlerweile wieder aktueller ist denn je. Ein regionales Produkt einzukaufen, ein regionales Produkt bei mir zu veredeln und regional wieder einzubauen, zu montieren. Das ist eigentlich meine Grundphilosophie, der Hintergedanke hinter dem Ganzen. Ich kaufe das Holz direkt beim Waldbauern ein. Dann wird das von dem zu dem Zeitpunkt geschlagen, wo ich das gern hätte. Ausschließlich im Winter bei abnehmendem Mond. Und die Forstwirtschaft, Wald, den machen wir nachhaltig natürlich, das ist ganz klar. Also man schaut, dass immer wieder der Wald sich verjüngt und wieder ein neuer Aufwuchs ist. Man schaut, dass der Wald gesund bleibt und dementsprechend muss man halt etwas entnehmen. Und da ist für mich der Hans-Jörg Wartelsteiner ein toller Partner, weil der das einfach schätzt, was wir da für Holzqualität haben. Und ich denke auch, dass seine Kunden das genauso schätzen, was er dann daraus macht und was das für eine Qualität ist. Wir schneiden es auf einen Sägewerk in der Nacht von einem befreundeten Sagerler. Wir trocknen das Holz selber, wir suchen uns die Qualitäten unterschiedlich selber aus. Und sobald es dann soweit ist, dass das Holz trocken bei uns im Lager liegt, nachher machen wir die gesamte Kette von vorn bis hinten durch. Wir machen einfach jeden Teil selber. Ja, wir sind auf das ausgelegt, dass wir hauptsächlich mit Massivholz arbeiten. Beginnen dort die Arbeit meistens beim Zuschnitt auf der Kreissäge. In weiterer Folge dann meistens mit den Hobeln über einen Vierseiten-Hobelautomaten. Dann werden die Teile verleimt, zugeschnitten, gehobelt und dann in die einzelnen Produktionsschritte miteinander verbunden, dass man halt einfach Korpusverbindungen macht. Oder so ein Hocker, dass man die Gärungen draufschneidet, die Oberflächen bearbeitet, hobeln, schleifen, bürsten, hacken, was man halt dann tatsächlich dann haben will. Und ja, bis hin dann zur Oberflächenveredelung, wenn man es ölt. Das, wo wir jetzt da sind, das ist ein alter Hennerstall. Und im Jahr 2015 habe ich den Besitzer gefragt, was er mit der Halle vorhat. Er möchte eine Tischlerei aufmachen, eine Zimmerei aufmachen. Ja, es macht darin allweil Spaß zu arbeiten, weil es hat selten mehr eine so schöne Wohnung, als wir da zu arbeiten haben. Und da Gruß eigentlich kann der Gaudi machen. Ja, Nachhaltigkeit ist jetzt keine Phrase, die wir einfach so in die Welt setzen, sondern wir leben tatsächlich danach. Bei uns gibt es keine Abfälle nicht, weil die Abfälle verharzen wir wieder. Nicht nur wir da in der Werkstatt, sondern auch da in der Nachbarschaft. Also wir haben auch eine eigene Stromerzeugung mit 60 Kilowatt und erzeugen da unseren eigenen Strom, den wir dann im Betrieb auch selber verarbeiten. Wir haben ein totales Privileg, dass wir mit so einem bärigen Rohstoff eben mit Holz arbeiten können.
Es ist ein angenehmes Material zum Angreifen, es ist angenehm drauf zum Stehen und man kann einfach super Produkte draus machen. Liebe Zuseher, das war unsere Ausgabe für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche sind wir bei der Sommerschule in Langkampfen und stellen euch eine neue Band aus der Region vor. Bis dahin, alles Gute, euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.